Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Tomb Raider. Wir gehen hier mal in das Grab rein, die Forschungsbasis. Ui. Da blinkt doch was. Ja, so geht's natürlich auch, Lara. Kannst du so machen. Mal gucken. Mal checken, wie wir wieder rauskommen. Das Wasser sieht irgendwie tiefer aus, als es ist. Da haben wir Tomaten. Was wir aus den Tomaten auch machen können, ist Tomatensoße für eine Pizza. Ich meine, wer mag keine Pizza? Also bitte. So, ab durch die Ritze. Hätte ich jetzt fast gesagt. Okay, es sieht so aus, als ob wir hier runter müssen. Scheiße. So viele Leichen. Leise jetzt. Die Uni sind hier. Und sollen wir uns etwas mitnehmen? Sei ruhig und halte nach dem Mädchen Ausschau. Welches Mädchen? Wisst ihr zufällig, wen der meint? Guckt ihr hierher? Ja, ich glaube schon. So ein Lauschmodus wäre doch cool. Zack. Scheiße! So. Dann hätten wir das auch ziemlich schnell erledigt. Was ist denn das da? Sieht das krass aus. Ich glaube, ich will das gar nicht wissen, was das ist. So, jetzt brauchen wir unbedingt ein Lager. Ach, was für ein Zufall, da haben wir doch ein Lager. Ich werde jetzt mal den durchdringenden Pfeil mitnehmen. Aufgeladene Schüsse durchschlagen Panzerung und können so mehrere Ziele treffen. Okay, nehmen wir. Sehr schön. Da ist so ein Handabdruck. Oh mein Gott. Wo geht's denn hier weiter? Hier lang. Lalalalalalalala. Und wieder ins Wasser. Ich will irgendwie noch Upgrade finden für die Pistole. So mit dem Schalldämpfer ist die echt cool. Ich ahne nichts Gutes. Das Grab muss in den unteren Ebenen sein. Du sagst es, Lara. So, Grab ist halt nicht so weit oben war. Boah, dieser Sound. Der Aufzug steckt fest. Ach, du Schande. Ja, dann laufen wir halt die Treppen. Hält fit. Ich muss irgendwie da durchkommen. Okay. Können wir nicht irgendwie Ah doch, geht doch. Komm schon. Hm.
Ich bin auf der richtigen Spur. Ja. Ich muss den Aufzug nur mit mehr Wucht nach unten befördern. Ganz ehrlich, Lara, wenn du da unten bist, dann brauchst du das auch nicht mehr machen. Boah, wie krass. Da sind noch mehr. Wow, oh mein Gott. Da läuft es mir eiskalt im Rücken runter. Weil sowas. So, fährt jetzt hier hoch oder wie? So, hier holen wir jetzt noch das Bergungsgut. Hab ich gerade so im Augenwinkel gesehen. Ja, ich guck mal. Da drüben habe ich noch was gesehen. Wow! Ich muss nur noch drei lockern, dann ist der Aufzug wieder frei. Noch drei lockern. So. Ich muss die anderen Teile lockern. Ja, und wie? Lara, mach doch mal. Kannst du dich da nicht hochhangeln irgendwie? Ja, das können wir mal noch so nebenbei abfackeln. Wirklich. Ich muss mir den Weg freischießen. Den Weg freischießen, hat sie gesagt. Wie wär's, wenn wir erstmal das Ding wieder runterholen? Ja. Und dann? Lass mich hier warten. Also wir müssen auf jeden Fall die Zahnräder da irgendwie aufrechten. Beziehungsweise abbrechen. Und das geht natürlich... freischießen. Ich muss mir den Weg freischießen. Ich verstehe, Lara, ich verstehe. Nehmen wir doch Schroti. Erstmal wieder hier hoch. Schroti die Gute. So klappt es natürlich. Für die Schrotflinte. Da ist die Schrot hier aber voll. Einen noch, dann kann ich den Aufzug bewegen. Eine noch, okay. Aber wie? Ja. Hopp.
das war doch nicht so eine weiche Landung wie erwartet. Also da haben wir auf jeden Fall... Ich muss mich mal kurz umschauen. Also es muss auf jeden Fall hier vorne sein. Ja, ich lasse es mal liegen. Komm schon. Ja, voll ja. Da. Okay. Also ich habe zumindest mal gefunden, wo man es aufbrechen kann. Abbrechen, wie auch immer. Es hängt quasi schon da. Ah. Ja. Hammer. Aber was da unten auf uns wartet, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, Servus!